Ihr wollt Linux installieren und ihr wisst nicht genau, worauf ihr achten müsst, wo ihr anfangen sollt. Willkommen zurück auf dem Kanal Linux Infinite und ich werde euch heute zeigen, wie ihr einfach und locker durch die Linux-Installation kommen könnt. Aber wie das funktioniert, zeige ich euch im Video. So, ich heiße euch herzlich willkommen zum Bootscreen von Debian 13. Ich habe mit Debian 13 gewählt, weil ich mit Debian 13, beziehungsweise nicht mit Debian 13, sondern mit Debian 11, bin ich mit Linux gestartet. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre eine schöne Sache, damit zu starten. Ich werde wahrscheinlich den Installationsprozess mal von allen Linux-Versionen zeigen in Videos, aber im Endeffekt werden sie sich nicht groß voneinander unterscheiden. Ihr habt also eine Linux-ISO heruntergeladen, euch auf einen USB-Stick gestellt oder auf eine virtuelle Maschine. Das wäre das erste Mal das Beste, wenn man eine virtuelle Maschine nutzt, um sich mal mit dem Installationsprozess von Linux vertraut zu machen. So, wenn wir hier angekommen sind im Bootscreen, dann gehe ich auf Graphical Install, drücke Enter und dann startet der Installationsprozess von Linux. Hier werde ich erstmal unsere Sprache einstellen und zwar Deutsch. Und im Prinzip der Anfang ist komplett selbsterklärend, da muss man einfach nur im Prinzip weiterklicken. Sich das Ganze mal angucken, vielleicht mal durchlesen, was da oben steht. Steht ja alles dran, aber wie gesagt, das ist eigentlich alles selbsterklärend. Das einzige Problem kommt nachher bei der Partitionierung. Was heißt Problem? Wenn man weiß, was man machen muss, dann ist das auch kein Problem. In der Hinsicht. Jetzt werden noch ein paar Daten abgerufen, um die Installation einzurichten. Jetzt wird das Netzwerk eingerichtet. Und dann sollten wir auch schon direkt zur Festplattenpartitionierung kommen. Beziehungsweise erstmal müssen wir hier unseren Namen des Rechners eingeben. Den nenne ich mal Debian VM, da ich an einer virtuellen Maschine bin. Die Domainnamen brauchen wir nicht. Den können wir einfach mit Enter bestätigen. Das Root-Passwort ist dafür da, um in, wie der Name schon sagt, in den Root-Benutzer zu kommen. Das heißt, der Administrator, falls ihr mal bei eurem Account bei eurem Hauptaccount, den wir gleich auch noch einrichten werden, wieder reinzukommen, falls ihr das Passwort vergessen habt. Dafür ist Root. Damit könnt ihr zum Beispiel Passwörter wieder zurücksetzen oder sonstiges. Dieses Passwort solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Am besten irgendwo aufschreiben und hinlegen. Also selten, dass jemand bei euch daheim eventuell einbricht und sagt sich, boah, das Root-Passwort, das habe ich gesucht. Aber nein, wir gehen weiter. So, jetzt muss ich für mich selbst ein Konto anlegen. Und meinen vollständigen Namen muss ich natürlich nicht, keine Sorge. Da gebe ich ein Debian und als Benutzer des Kontos auch Debian. Dann dort nochmal ein Passwort. Da ich das Ganze in einer virtuellen Maschine mache, brauche ich kein starkes Passwort. Ihr solltet euch auf jeden Fall ein starkes Passwort überlegen, um einfach sicher vor dementsprechenden Angriffen zu sein. Aber da ich sie in einer virtuellen Maschine mache, ist es irrelevant. Da kann ich die virtuelle Maschine komplett zusammenreißen und dann war es das auch. So, jetzt kommen wir an den etwas knackigeren Part. Und zwar haben davor viele Angst. Ihr könnt das Ganze hier über zum Beispiel die vollständige Festplatte verwenden, die ihr, ich sage jetzt mal, drin habt, auf die ihr gebootet seid, eure Hauptfestplatte. Oder wir machen das Ganze manuell. Wir machen das Ganze manuell aus dem Grund, man kann zwar auswählen, dass man eine separate Home-Partition machen will, aber öfters nicht in der Größe, die ihr selbst wirklich haben wollt. Deswegen gehen wir hier auf manuell. Es wird nicht schlimm, keine Angst. Hier haben wir unsere Festplatte, auf der wir jetzt erstmal eine Partitionstabelle erstellen müssen. Da klicken wir auf Neue leere Partitionstabelle auf diesem Gerät erstellen, auf Ja. Dann gehen wir weiter. So, jetzt haben wir eine freie Partitionstabelle, wählen uns da freien Speicher aus, eine neue Partition erstellen. Diese machen wir jetzt auf, sagen wir mal, wir fangen anders an. So, und zwar, wir werden als erstes unsere Home-Partition erstellen. Die Home-Partition ist im Prinzip im Vergleich zu Windows die eigenen Dateien. Ich hatte bei meiner Windows-Zeit immer eine separate eigene Dateienpartition, dass ich die Größe der Partition immer wieder ändern konnte und wenn ich das System gelöscht habe, nicht
immer, ich sage jetzt mal, alles mit weggerissen habe, sondern dass ich meine eigenen Dateien immer noch hatte. Und genau so werde ich es hier auch machen, und zwar mit der Home-Partition. Und die mache ich jetzt auf diesem System einfach mal nur auf 20 GB, weil es ist nur eine virtuelle Maschine und ihr solltet dann, wenn ihr, keine Ahnung, eine 1 TB Festplatte habt, da der vielleicht sogar 500 GB geben, der Home-Partition. Und dann die anderen 500 GB dann dementsprechend auf anderen, für das System freihalten. So, dann gebe ich hier, wie gesagt, ein 20 GB, gebe ich ein. Die mache ich auf Primär. Die setze ich ans Ende, weil dies ist nicht so wichtig. Dann haben wir hier den Einbindungspunkt. Als erstes fangen wir an, benutzen als. Und das ist unsere Formatierung. Das heißt, was ihr vielleicht von Windows kennt, FAT32 oder NTFS, ist hier XT4. Ihr könnt auch FAT32 nehmen. Für Linux solltet ihr BTRFS nehmen oder X4. So, dann, ich nehme X4. Den Einbindungspunkt mache ich auf hier Home und dann den Rest lasse ich Standard. Da muss ich nichts ändern. Da solltet ihr auch erstmal nichts ändern, wenn ihr Anfänger seid. Dann Anlegen der Partition beenden. Dann haben wir unseren Home-Folder. Was wir als nächstes brauchen, ist ein Swap-Folder. Der Swap-Folder ist für Auslagerungsdateien, für virtuellen Speicher, wenn euer RAM voll läuft, dass er da Sachen ablegen kann oder für später noch was speichern. Der löscht sich immer wieder selber. Der hat, wenn ihr neu startet, eigentlich immer wieder 0 MB von Gigabyte. Dieses solltet ihr, also das ist so die, was man am Ganzen hat, immer doppelt so groß machen, wie man Speicher im System hat. Ich habe jetzt hier 16 GB angegeben. Deswegen mache ich es einfach mal auf 32 GB. So, und dann wähle ich mir den freien Speicher, neue Partition erstellen. Die mache ich auf, wie gesagt, 32 GB. Enter. Das mache ich als logische Tabelle und an den Anfang. Und dann wähle ich mir hier benutzen als Auslagerungsspeicher Swap. So. Rest lassen wir, wie es ist. Anlegen beenden. Fertig. So, und dann die letzte Partition, die wir noch haben, die 55,4 GB. Die wählen wir uns jetzt aus. Erstellen eine neue Partition. Die lassen wir jetzt auf der Größe. Zack. Primär. Und das ist nachher unsere Root-Partition. Und die lassen wir auch so stehen, wie sie hier ist. Wir ändern nichts. Und Anlegen der Partition beenden. So, das war's auch schon. Viele haben Angst davor. Es gibt noch andere Sachen mit /boot/boot/EFI. Brauchen wir aber hier nicht. Wir machen hier einfach Partitionierung und Änderung übernehmen. Wenn Sie fortfahren, werden alle unten aufgeführten Änderungen auf der Festplatte geschrieben. Andernfalls können Sie weitere Änderungen manuell durchführen. Blablablab. Wir drücken auf Ja. Zack. Linux wird installiert. Kein Problem. Wenn das Ganze fertig ist, bin ich wieder da. So, nachdem das ganze Basissystem installiert ist, kommt Paketmanager-Konfiguration. Und zwar, es wurden folgende Installationsmedien gefunden. Debian, blablabla, Trixie, Official, AMD, zack, zack, zack. Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche Installationsmedien für die Verwendung durch Paketverwaltung apt einzulesen. Möglicherweise sollten Sie diese aus demselben Satz stammen wie das Medium, von dem Sie gebootet haben. Falls keine weiteres Medium haben, kann dieser Schritt übersprungen werden. Wenn Sie ein weiteres Medium einlesen möchten, stecken Sie es jetzt ein. Weiteres Installationsmedium einlesen? Nope. So, und jetzt den Paketmanager installieren, den machen wir auf Deutsch. Jetzt können wir uns den Archivserver, Spiegelserver auswählen. Können wir schauen, was bei uns eventuell in der Nähe ist. Ihr könnt deb.debian.org nehmen oder ihr nehmt einfach was in der Nähe ist. Keine Ahnung, hier Uni Stuttgart ist bei mir in der Nähe. Wähle ich aus. Proxy brauche ich keinen, habe ich keinen. Weiter geht's. Und dann wird apt konfiguriert.
So, jetzt werden wir da nachgefragt nach Popularity Contest. Und zwar sind das Statistiken oder sonstiges an den Distributionsentwickler, also Debian, schicken zu lassen, falls ihr irgendwelche Fehler im System habt oder wie populär das Ganze ist, wer es installiert hat und wer nicht. Könnt ihr teilnehmen, müsst ihr aber nicht. Deswegen, ich mache hier mal Nein und installiere weiter. Jetzt sind wir an der Softwareauswahl angekommen und jetzt können wir unseren Desktop auswählen. Ich werde in diesem Fall mal Mate auswählen, weil ich den selbst noch nie ausprobiert habe, wähle ich jetzt mal Mate aus. Ihr könnt natürlich auswählen, was ihr wollt. Plasma, GNOME, XFCE, LXDE. Könnt ihr alles auswählen, was ihr wollt. Ein SSH-Server wäre vielleicht für manche nicht schlecht, die von einem anderen PC aus einen anderen steuern wollen, wenn sie sich mit dem Terminal auskennen. Ich mache jetzt hier mal Mate und klicke dann auf Weiter. Ich will nur dieses Standardsystemwerkzeuge. Passt und dann geht's weiter. So, jetzt dürfen wir uns den Grub Bootloader installieren. Der soll auf unserem primären Laufwerk installiert werden. Ja, der neu installierte System muss bootfähig gemacht werden, indem der Grub Bootloader auf dem bootfähigen Laufwerk installiert wird. Gewöhnlich wird Grub auf Ihrem primären Laufwerk auf der UEFI, dem Boot Record, installiert. Wenn Sie möchten, können Sie Grub aber auch auf einem anderen Laufwerk bzw. einer anderen Partition oder Wechselträger installieren. Nein, das machen wir nicht. Wir nehmen unseren primären und lassen das Ganze installieren. So, nun ist die Installation abgeschlossen. Ihr neues System zu starten. Genau, das werden wir machen. Wir wählen weiter, drücken OK, beziehungsweise drücken gar nichts mehr, sondern warten einfach auf das Abschließen der Installation. Dann wird neu gebootet. So, und jetzt haben wir, sehen wir hier unseren Grub. Der ist jetzt leider aus der Anzeige, aus dem Vollbootmodus rausgesprungen. Und jetzt haben wir hier unseren Grub Bootloader. Jetzt wählen wir unser Debian-System aus, drücken Enter. Und dann sollte auch alles funktionieren. Er sollte hochladen. Das sehen wir dann, ob das Ganze funktioniert hat, ob die Systeminstallation so wie es soll installiert wurde. So, da haben wir unseren Login-Screen. Dann geben wir unseren Namen ein, Debian, mit dem Passwort. Und dann können wir uns ins System einloggen. Da wir Mate installiert haben, sieht es bei euch vielleicht anders aus, falls ihr Grub installiert habt oder sonst irgendwelche Sachen. Und hier sehen wir, wir sind hochgefahren. Das heißt, unser System funktioniert. Wir haben hier alles, was jetzt installiert wurde, haben wir jetzt da. Und dann könnt ihr euch dran machen, euer neues Linux-System einzurichten. Damit wünsche ich viel Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn es dir eine Hilfe war zum Installieren von Linux, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Seid ihr kurz davor, Linux bei euch zu installieren oder sagt ihr, nein, das ist mir noch ein zu großer Schritt? Würde mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's von mir und ich bedanke mich. Tschüss!